So, meine Lieben, da sind wir wieder zurück bei The Search. Und ich habe schon mal ein bisschen was geklärt, damit wir hoffentlich einigermaßen Progress machen können. Ich weiß nicht genau, wo es lang geht. Ich werde hier nochmal die ganzen Gegner weg. Wegmachen müssen. Heilig. Es ist unglaublich, wie scheiße ich spiele. Ich kann die Gegner auch überhaupt nicht einschätzen. Sie sehen alle relativ ähnlich aus. Und dann kommt plötzlich wieder irgend so ein Schnellen daher, der mich völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Und damit habe ich momentan echt meine Probleme. Ich weiß nicht, wie ich das in den Griff kriege, wenn ich ehrlich sein muss. Ach genau, da drüben war nochmal... da müssen wir erstmal den Typen wegmachen, der hier so fies die Kanone bedient. Das war gut. Das war ausnahmsweise mal gut. Und weg, 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 weg. Ach. So, jetzt gib ihm. 1, 2, finish. Sehr schön. Okay. Wo gehen wir weiter? Was haben wir für Möglichkeiten? Ich muss mir erstmal irgendwie wieder einen Überblick über das Areal verschaffen. Ich finde irgendwie ich meine, das Level-Design ist nicht schlecht, aber rein visuell sieht das Ganze alles ein bisschen zu ähnlich aus. Ich habe echt Mühe, mich zu orientieren. Natürlich auch daran liegt, dass meine Orientierungskünste mehr oder weniger für den Arsch sind. Das ist ein Schneller, ne? Ah, das ist ein Schneller. Auf den Kopf, 2 und down. Und eigentlich müsste ich jetzt zurückgehen und die ganzen Scraps in Sicherheit bringen. Aber dann müssen wir den ganzen Mist wieder nochmal machen. Das kann ja auch nicht Sinn und Zweck der Geschichte sein. Okay, hier kann man die Gegner so ein bisschen schießen. Und fast wieder 3000. Eigentlich, ja, ich hab... Das Problem ist, die Heilungen bringen mir... Drone Module required. Your drone has accelerated ramming speed and impact the enemy with great force. Okay, cool. Die Drohne, wie ich die wirklich sinnvoll einsetzen kann, das weiß ich noch nicht so wirklich genau. Das Problem ist, die Energie, die geht viel zu schnell wieder weg. Und ich brauche dann die Energie in der Regel lieber für einen Finishing Move. So, was haben wir hier? Please use door from the other side. Okay, das wird ein Shortcut sein dann. Es gibt ja auch extrem wenig Checkpoints, wenn wir ehrlich sind. Habe ich das Gefühl, also ich habe bisher fast keine Checkpoints gefunden. Es gibt einen jeweils am Anfang des Levels und dann habe ich das Gefühl, war es das dann aber auch schon. Es kann natürlich sein, dass ich einiges übersehe, aber ich weiß nicht so genau. So, hier sind wir runtergesprungen. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Conveyor Hub. Okay, da geht's wieder hier runter. Das ist nice. Was haben wir hier? Da geht's zum... Da geht's Richtung Ops. Gibt's da vielleicht... Ist das heißt, das bedeutet, dass da ein Checkpoint ist? Irina Beckett. Wir gehen mal hier hin, in der Hoffnung, dass es hier einen Checkpoint gibt. Natürlich. Oh. Hab ich dich, du Schwein. So nicht. Wenn hier Ops steht, müsste es doch
Support Link 2. Müsste es doch hier einen Checkpoint geben, oder? Obst ist doch immer Checkpoint, habe ich das. Zumindest sah das so aus. Okay, das ist auch ein Shortcut. Könnte ich hier hochgehen? Ich weiß nicht, ob ich das will. Wir sind so weit entfernt von da, wo wir gestartet sind. So much for help coming. It's been over a day now and nothing. She's not responding when I call. It's getting worse out there and the noises are freaking me out. I can hear them, but at least there hasn't been any more screaming. Well, that's a blessing. But there's other sounds. I did see one guy. He was in a terrible state, but he seemed to know what he was doing. Heading to the executive form. Maybe I should have gone like she suggested. Okay, was haben wir hier? Door cannot open right now. Es ist irgendwie so ein bisschen ein Team. Es geht überhaupt nichts auf. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Scheint auch wieder in der Dead End zu sein. Oder? Warte, wir gucken nochmal. Vielleicht irgendwo muss ich was übersehen. Kann doch nicht, echt nicht alles in ein Dead End führen. Spiel, was willst du von mir? Wo zur Hölle sind wir hier? Naja, dann gehen wir hier wieder zurück. Ah, ich meine, wir sind... Ops, geht's hier lang. Ja, hier ist aber nichts. Da geht nicht auf. Das geht nicht auf. Oh, nö, 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 nö. What? Ich würde sagen, wir machen einen kleinen Cut und sehen uns wieder, wenn ich an dieser Stelle bin oder gestorben bin. Bis gleich. Ah, da bin ich wieder gestorben. Und da sind wieder 3000 Scrap weg. Naja, ich würde sagen, bis gleich. Und da bin ich wieder gestorben. Ich weiß nicht. Ich bin zu schlecht. Ich muss besser werden. Ich gebe natürlich nicht auf, aber ich habe langsam so ein bisschen das Gefühl, dass die Videos nicht so interessant sind. Ich weiß nicht, wie viel ich offscreen machen soll. Ich werde versuchen, relativ wenig zu cutten. Aber wenn es jetzt halt wirklich zu repetitiv wird, dann werde ich wieder cutten müssen. Ja, wir müssen da wieder durch. Es hilft nichts. Es geht nicht anders. Mich wieder erwischt zwischendurch. Vielleicht liegt mir auch die Waffe einfach nicht. Vielleicht ist die nicht gut für das, was wir hier tun. Aber ich kann die anderen nicht upgraden, wenn ohne Scraps. Und ich verliere die Scraps die ganze Zeit. Das ist das Problem. Ich verliere meine Scraps die ganze Zeit. Ich schaffe es nicht, hier durchzukommen, ohne zu sterben. Und schon gar nicht ohne Damage zu kriegen. Seht ihr? Schon wieder. Vielleicht war ich bin zu aggressiv. Das ist mir schon bewusst, aber sonst bin ich ewig hier dran. Sonst bin ich hier ewig dran. Das kann es ja auch nicht sein, oder? Da hat er mich wieder erwischt. Sollte ich mehr auf die Teile gehen, die verwundbar sind? Ich glaube, Scraps haben wir aktuell wahrscheinlich genug. Oh shit, 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 shit. Der geht da wieder hoch.
dann rennen wir hier außen rum. Und versuchen ihn von hier nochmal. Dass der hier wieder hochgekommen ist, finde ich ein bisschen unfair, wenn ich ehrlich sein muss. Und dann passiert halt das wieder. Ach du meine Güte. Oh, was ist das für eine Episode? Naja. Have a nice day, Warren. Kopf nicht hängen lassen. Ja, have a nice day. Wieder Damage gekriegt. Ich weiß nicht, manchmal kriege ich die Combo ordentlich durch, manchmal überhaupt nicht. Es sind schon wieder 1300 Scraps hier rumliegen, die ich wahrscheinlich nicht wieder kriege. Ja, jetzt schon mal gar nicht mehr. Ja. Jetzt schon mal gar nicht mehr. Ja, zwei Pult ist man down. Geht einfach nicht. Ja, ich denke, wenn euch das nicht interessiert, dann überspringt die vielleicht auch die nächste Folge. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauern wird, muss ich ganz ehrlich sein. Da müsst ihr ein bisschen vielleicht selber einschätzen können, was euch wirklich interessiert, was ihr wirklich sehen möchtet. Und die Sachen, die euch dann halt einfach nicht interessieren, überspringen, weil, es ist unbestreitbar, dass ich hier total am Abfailen bin. Und es ist kein Ende in Sicht. Wir können mal hier hochgehen. Vielleicht finden wir hier irgendwie was. Okay. Das sind... waren wir da oben schon mal? Ich weiß es nicht. Aber das ist halt Blind Plains Roof. Man weiß nicht, was gut ist. Man weiß nicht, was schlecht ist. Man stirbt einfach nur immer. Seht ihr, diesmal konnte ich ihn direkt einfach mit einer Combo durchhauen. Und das ist beim letzten Mal, das nicht funktioniert. Spear One. Kommt hier. Hallo. Oh, ey. Ich bin wieder hängen geblieben. langsam ist es schon so peinlich, dass es wieder lustig ist. Oh, ich hoffe, ihr habt Spaß dran, mir am Sterben zuzusehen. Ich finde das Spiel nach wie vor gut. Also es liegt nicht am Spiel. Es ist einfach... Ich bin zu dumm. Oder zu schlecht. Oder beides. Und das ist kein angenehmes Gefühl. Aber es könnte vielleicht lustig für euch sein. Okay, die müsste man wahrscheinlich gar nicht besiegen, ne? Zwei Hits und ich bin tot. Wie soll man die besiegen? Wie soll man die besiegen? Wir kommen nirgendwo voran. Außer mit Durchrennen wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist Durchrennen die beste Option, die man hat. Wahrscheinlich ist Durchrennen... die beste Option, die man hat. Kommen wir durch? Okay. Jetzt kommen sie wenigstens raus. Boah, die halten auch was aus. Guckt euch mal die HP von denen an. Okay, den einen haben wir fast. Okay, der eine ist down. Dann gehen wir hier auf den Body. What?
Ach, jetzt kommt da nochmal ein zweiter. What? Natürlich, natürlich fliege ich wieder irgendwo runter. Meine Fresse, was ist denn los? Bin ich so scheiße? Das gibt's doch nicht. Ich glaub das nicht. Oh mein Gott. So. Machen wir erstmal die hier weg. Ich gehe erstmal auf die Parts, die nicht gepanzert sind. Wenn ich gegen zwei kämpfen muss. So, wir machen den hier auch erstmal weg. Dann haben wir hier ein bisschen Platz zum Kämpfen. Eins, zwei, drei, vier. So. Das geht ja schon mal. Kein Problem bisher. Schnappen wir uns die Sachen. Da kriegen wir direkt 90er rein. Der linke Arm ist Schwachstelle. Bleib hier! Verdammter Pisser. Was? Der Instant Down. Wieder Instant Down. Ich will die Typen machen wir jetzt. Das kriegen wir irgendwie hin. Wenigstens sind die nah beim Spawnpunkt. Das ist ein bisschen aktuell vielleicht mein größter Kritikpunkt, dass es, so wie es aussieht, irgendwie in jedem Level einfach nur einen Spawnpunkt gibt. Und wenn man zu weit weg ist, dann ist man einfach am Arsch. Wie gesagt, nein, ich muss mir angewöhnen, nicht mehr auf die gepanzerten Teile zu gehen. Das ist so dumm. Den Kopf, ja. Kopf ist gut. Eins, zwei, dann werden sie auch ordentlich gestunt. Und überhaupt kein Problem. Viel, viel einfacher. Kommt her, Leute. Ach, der eine ist gar nicht mehr respawned. Er one-shottet mich halt. Er one-shottet mich. Der eine, die respawnen nicht. Okay, das ist interessant. Es gibt mir ein kleines bisschen Hoffnung. Nicht viel, aber ein kleines bisschen. Wir schaffen sie irgendwann. Wir schaffen sie irgendwann. Vielleicht muss ich ein bisschen grinden dazwischen. Will ich zwar eigentlich eher vermeiden, wenn es geht. Aber wenn es nicht anders geht, ich meine, was soll's. Ich will unbedingt mein Gear upgraden. Wir brauchen unbedingt Scraps. Wir dürfen nicht immer alles wieder verlieren. Das ist das Hauptproblem. Ich verliere jedes Mal alles. Eins, zwei und jetzt bist du down. Vier Schläge auf den Kopf. Wir leveln unsere Waffe so ein bisschen. Na komm. Was hast du für Moves? Eins. Okay, das ist Sprungangriff. Gut. Einmal zuhauen und dann Land gewinnen. Bleib hier, bleib hier. Ja, genau, Drohne, mach das. Ah, was? Ja, das ist wieder der Angriff. Einmal wieder erwischt. So viel AP haben sie nicht. Schieß! Ja, komm wieder. Sehr schön. Gut, gut gemacht, Drohne. Du machst zwar kein Damage, aber du kannst die Gegner wenigstens ein bisschen pullen. Okay, der hat fast nichts mehr. Drohne, gib ihm. Nice. Most Wanted. Achievement unlocked. Bringt uns das irgendwas? Wir kommen hier immer noch nicht durch, oder? Also
Security access to Clear One. Clearance could not be confirmed. These areas just for security personnel. Ja, wie kommen wir denn da rein? Wir hatten das schon in der letzten Mission ein Problem. Also das ist ein Problem. Einfach die Situation, dass wir da nicht reingekommen sind. Das hat uns jetzt gar nichts gebracht. Es war einfach nur Zeitverschwendung im Endeffekt. Einer weniger. 3800 Scraps. Ach, wir sollten keinen Mist machen jetzt. Wir sollten ihn in Sicherheit bringen. Kopf ist deine Schwachstelle. Dann würde ich sagen, hauen wir dir mal ein bisschen was ins Gesicht. So, 4000 Scraps. Okay, komm, das bringen wir jetzt in Sicherheit. Bevor ich hier jetzt wieder alles unnötig verliere, was zweifelsohne passieren wird, wenn ich hier weitergehen würde, bringen wir das jetzt hier in Sicherheit. Das heißt, hier können wir rein gar nichts mehr machen. Es sind halt auch die Laufwege sind so groß. Ich habe keine Shortcuts gefunden. So, Gear Assembly. Was können wir upgraden? Wir haben so viel Zeug. Die Waffe kostet halt echt viel zum Upgraden. Die Frage ist, ob sich das lohnt. 45. Das Ding hier geht nicht mehr. Das braucht Alois Mark 3. Die haben wir nicht. Was haben wir hier? Very low. Attack Speed High, Low. Energy Gain plus 25%. Low, High, Very Low. Wir könnten die Dinge mal versuchen zu verbessern. Einfach mal gucken, ob uns die großartig vielleicht was weiterbringen. Dann hätte ich ganz gerne das hier aufgewertet. Und dann sind die Scraps schon wieder im Eimer. Machen wir mal. Verwenden wir eine andere Waffe. Wir haben dies jetzt Mark 2. Die müsste auch Mark 2 sein. Macht ein bisschen weniger Damage, aber ich will sie mal ausprobieren. Vielleicht komme ich damit einfach besser klar. Have a nice day, Warren. Nein, komme ich nicht. Holy shit. Fast tot. Ich glaube, die Waffe ist Bruch. Kompletter Mist. Ich will kurz gucken, ob die Typen hier drüben respawned sind. Ja, das Spiel ist echt, echt schwierig. So, wir gehen auf den Kopf. Es braucht einfach viel. Wir brauchen mit dieser Waffe länger, um die Gegner zu töten. Okay, die sind weg. Wie kommen wir an solche Security-Dingers ran? Ich weiß es nicht. Heilen wir uns nochmal. Wenigstens braucht die Waffe nicht so viel Ausdauer. Das ist so mit Silver Lining. Proficiency increased. What? Wie sieht den Typen an? Rechter Arm. Ich muss auch noch craften. Okay. Die gehen relativ schnell da. Und ich glaube, für die ist die Waffe besser. Für die Dicken weiß ich nicht. Rechtes Bein. Ich glaube, wenn wir die Teile angreifen, die verwundbar sind, ist diese Waffe wesentlich besser, weil sie den Gegner jedes Mal stunt und den Gegnern gar nicht erst die Möglichkeit dazu gibt, irgendwie zu einem Konterangriff auszuholen.
Aber wenn wir Gegner angreifen, wo wir primär auf die Teile gehen, die halt nicht sensibel sind, sieht das wieder anders aus. Das ist ein komischer Typ. Ah, das ist jedes Mal ein Kampf bei dem. Fast keine kleinen Heilungen mehr. Wir könnten mal versuchen, da unten durchzugehen. Aber dazu muss ich erstmal wieder den Typen töten, der hier drüben ist. Vielleicht idealerweise diesmal ohne irgendwo runterzufallen. Oh shit. Was? Das ist... Ich bin verpackt. Dann greif ihn an. Ah, du meine Güte. Irgendwie bin ich hier wieder runtergekommen. Keine Ahnung, wie das gegangen ist. Ah. Okay. Was haben wir hier? Block with LB und R to evade. What? Attack after a successful block or evasion to perform a special counter. Was soll bist du für ein Vieh? Wow. Hast du Range Attack? Ah. Boah, wir machen gar keinen Schaden. Okay, was machst du? Ah, du bist ein fieses Vieh. Autsch. Ich will das Ding eigentlich gar nicht bekämpfen. Ne? Bewacht das... Müssen wir das Ding töten? Drohne, mach mal was. Wirklich gut war das nicht. What? Die machen Damage, das ist unglaublich. Die One-Shot mich fast und ich mache keinen Damage. Das bringt nichts, das Ding da anzugreifen. Dann kommen wir später nochmal wieder. Da sehen wir uns erstmal hier so ein bisschen um. Wir müssen irgendwie Shortcuts freischalten, jede Menge angeln. Irgendwie Progress mal machen. Wit Booster, Version 1. Naja, meine Lieben, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle mal einen Break. Beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Macht's gut, euer Northgate.